Man sagt, dass es im Leben nicht auf das Ziel ankommt, sondern auf die Reise. Aber man kann nie vorhersagen, wie verrückt manche Reisen sein können. Vor allem, wenn man sich 9000 Meter über dem Boden befindet. Von mysteriösen fliegenden Objekten bis hin zu echten Schlangen im Flugzeug. Mach dich bereit für den Start, wenn wir durch einige der verrücktesten Dinge fliegen, die von Flugpassagieren aufgenommen wurden und die niemand sehen sollte. Trümmerabwurf. Wenn man darüber nachdenkt, sind Flugzeuge wirklich unglaublich beeindruckende Maschinen. Einige Fluggäste haben jedoch einen viel genaueren Blick in das Innenleben von Flugzeugen erhalten, als sie eigentlich sollten. Kurz nach dem Start eines AirTran-Fluges von Atlanta nach Orlando am 13. Juli 2004 konnten die Passagiere buchstäblich einen Blick in das Innere eines der Triebwerke werfen. Dieses Foto wurde von einem Fensterplatz aus aufgenommen. So beängstigend es für den durchschnittlichen Fluggast doch aussehen mag, ist es nicht unbedingt ein Rezept für eine Katastrophe. Ein Düsentriebwerk kann auch nach dem Verlust dieser äußeren Verkleidungen, die nur als aerodynamische Abdeckung für die darunterliegende Maschine dienen und normalerweise nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden, normal weiterarbeiten. In diesem Fall versagten die Schlösser und die ganzen Teile flogen einfach weg. Tatsächlich ist in einer solchen Situation jedoch die Gefahr am größten, dass abgerissene Teile der Fan-Kaultüren als herabfallende Trümmer eine Gefahr darstellen. Und genau das ist bei einem viel jüngeren Flug passiert. Alles schien normal und routinemäßig, als der United Airlines Flug 328 am 20. Februar 2021 von Denver nach Hawaii abhob. Doch bereits eine Stunde nach dem Start, als das Flugzeug über Broomfield, Colorado flog, sahen die Passagiere aus dem Fenster und erblickten dies. Nicht gerade der Traum vom Jetset, auf den diese Passagiere gehofft hatten, denn es handelte sich um einen seltenen Triebwerksausfall. Am Boden landeten Trümmer überall, von grasbewachsenen Straßenrändern bis hin zu den Vorgärten der Anwohner. Wie durch ein Wunder wurden bei dem Vorfall keine Verletzungen gemeldet, und da die meisten Flugzeuge so konstruiert sind, dass sie auch mit einem ausgefallenen Triebwerk funktionieren, konnte das Flugzeug sicher landen. Eine Untersuchung der Ursache des Triebwerksausfalls ergab, dass einer der Triebwerkslüfter schuld war. Einer der inneren Ventilatorblätter war aufgrund von Metallermüdung vollständig abgebrochen, wodurch der Motor verstopft wurde und in Flammen aufging, wobei Teile auf den Boden darunter geschleudert wurden. Dieses Flugzeug war bereits 26 Jahre im Einsatz. Während ein durchschnittliches Verkehrsflugzeug in den USA 11 Jahre alt ist, sind Flugzeuge in der Regel etwa 30 Jahre im Einsatz, bevor sie in den Luftfahrthimmel versetzt werden. Obwohl die Abnutzung gründlich überprüft werden sollte, werden manchmal Probleme übersehen. Also hoffen wir einfach, dass alle Flugzeuge mit ähnlichen drohenden Gefahren frühzeitig aussortiert werden. Cockpitkampf. Ein Privatjet sollte zwar eine luxuriöse Reise ermöglichen, aber nicht unbedingt eine sicherere. Man sollte meinen, dass man in einem Privatjet auch die besten und professionellsten Piloten bekommt, die man für Geld kaufen kann, aber denkt nochmal. What's going on, brother? Dieser Zusammenstoß im Cockpit im Privatjet wurde von keinem Geringeren als dem Rapper 2 Chainz gefilmt, der bemerkte, dass die beiden Piloten eine Art Meinungsverschiedenheit hatten. Die beiden waren gezwungen, ihre Unterhaltung auf der Startbahn fortzusetzen, was alles andere als vorbildliches Pilotverhalten war und etwas ist, das Passagiere, geschweige denn prominente Passagiere, nicht sehen sollten. I want to apologize, because I really had to go to the bathroom. The captain will let me know. I got to go.
Wie sich herausstellte, ging es bei diesem verbalen Schlagabtausch um eine Toilettenpause. Der Kapitän hatte sich geweigert, seinem Co-Piloten vor dem Start die Benutzung der Toilette zu gestatten, was einen zeitaufwendigen Rückflug zum Flughafen bedeutet hätte. Trotz ihres luxuriösen Preises verfügen viele Privatjets nicht über eine Bordtoilette, die für Inlandsflüge mit einer Dauer von 1,5 bis 2 Stunden eingesetzt werden. Obwohl nicht klar ist, wohin genau Two Chainz unterwegs war, können wir davon ausgehen, dass es in diesem Jet entweder kein Badezimmer gab oder dass die Piloten nicht das gleiche Badezimmer wie ihr prominenter Kunde benutzen durften. Kabine voller Krabbeltiere. Auch bekannt als Aviophobie berichten etwa 40% der Bevölkerung von Flugangst. Und während eine Angst schon schlimm genug ist, haben einige Flugangstpatienten an Bord mit einer Reihe anderer Phobien zu kämpfen. Flugzeugkabinen sind einer der letzten Orte, an denen man mit Krabbeltieren rechnen würde, aber leider wurden Flugangstpatienten und Arachnophobiker auf einem Flug mit einer doppelten Angst konfrontiert, als mitten im Flug eine Tarantel gefunden wurde. Wie dieses achtbeinige Krabbeltier in ein Flugzeug gelangt ist, ist zwar ein Rätsel, aber wahrscheinlich wurde es von einem ahnungslosen Passagier unabsichtlich mit an Bord gebracht. Und wenn euch der Gedanke, unwissentlich einen achtbeinigen Horror in ein Flugzeug zu bringen, ein ungutes Gefühl bereitet, dann macht euch keine Sorgen, denn in der nächsten Geschichte geht es nicht um Beine, aber das ist nicht unbedingt was Gutes. Die Passagiere eines Flugzeugs der Fluggesellschaft Raven Alaska, das im März 2017 zwischen ENIAC und Anchorage unterwegs war, waren fassungslos, als sie erfuhren, dass sich unter ihnen ein ziemlich ruchloser Mitreisender befand. Alles begann damit, dass ein kleiner Junge an Bord beim Herumklettern zwischen den leeren Sitzen etwas Seltsames bemerkte. Zunächst sah er nur eine leuchtend gelbe Reisetasche, die unter einem Sitz in der Nähe des hinteren Teils des Flugzeugs eingeklemmt war. Bei genauerer Betrachtung bemerkte der kleine Sitzsurfer jedoch, dass sich neben der Reisetasche noch etwas anderes befand: eine Schlange. Der Gedanke, mit einem Reptil an Bord in einem Flugzeug festzusitzen, ist schon beängstigend genug, aber die Schlange befand sich zum Zeitpunkt der Entdeckung mitten in einem harmlosen Nickerchen während des Fluges. Dennoch war es für die Kabinenbesatzung eine schwierige Aufgabe, die schlafende Schlange zu befreien. Schließlich nahm eine Flugbegleiterin die Schlange mutig aus ihrer gemütlichen Ecke und hob sie mit bloßen Händen heraus. Die Schlange war relativ groß, als sie aus der Tasche geholt wurde. Die Art der Schlange wurde nicht gemeldet, aber es stellte sich heraus, dass der glitschige Geselle von einem Passagier eines früheren Fluges zurückgelassen worden war. Sie hatten ihr Haustier heimlich mit an Bord genommen und erst zu Hause bemerkt, dass ihr Reptil fehlte. Daraufhin meldeten sie den Vorfall der Fluggesellschaft. In einem ähnlichen Vorfall erlebten Passagiere an Bord eines Aero-Mexico-Flugs von Torreón nach Mexiko-Stadt ihren eigenen Hollywood-Albtraum à la Snakes on a Plane aus dem Jahr 2006, als plötzlich eine Giftschlange hinter einem Gepäckfach hervorschlich. Die Passagiere hatten gerade noch Zeit, sich abzuschnallen und aus dem Weg zu gehen, bevor sich die Schlange aus dem Spalt schlängelte und zwischen die Sitze fiel. Nachdem der Pilot die Flugsicherung alarmiert hatte, wurde dem Flugzeug am Flughafen von Mexiko-Stadt eine vorrangige Landung gewährt, wo es nur 10 Minuten später aufsetzte. Die Schlange wurde von einem Tierservice abgeholt. Wie die Schlange an Bord gelangen konnte, ist unklar. Aeromexico hat das Rätsel nie ganz gelöst. Nach dem Vorfall gab Aeromexico eine öffentliche Erklärung ab, dass das Unternehmen weitere Maßnahmen ergreifen werde, um in Zukunft die Mitnahme von Schlangen zu vermeiden. Klingt, als hätten sie einfach genug von diesen verdammten Schlangen auf diesem verdammten Flugzeug. Ich gehe selbst raus. Ungeklärtes UFO. Es besteht kein Zweifel, dass das beste Unterhaltungsprogramm an Bord eines Flugzeugs darin besteht, aus dem Fenster zu schauen und die Welt an sich vorbeiziehen zu lassen. Aber was würdest du tun, wenn du das hier sehen würdest? What's going on? What's happening? Dieser Clip wurde von der Flugzeugpassagierin und TikTokerin Zoe Montoya am 6. Februar 2022 auf einem Flug von Las Vegas nach Tulsa aufgenommen. Was zum Teufel ist hier los? Abgesehen von den unüblichen Behauptungen über Außerirdische, Dämonen und fliegende Spaghetti-Monster, haben die Leute auf Kondensstreifen als Erklärung für das unbestreitbar gruselige Filmmaterial hingewiesen. Kondensstreifen bestehen hauptsächlich aus Wasserpartikeln in Form von Eiskristallen, die von einem fliegenden Flugzeug entweder durch Motorabgase oder durch Luftdruckänderungen ausgestoßen werden. Während Kondensstreifen normalerweise als weiße Streifen am Himmel zu sehen sind, gibt es Hinweise darauf, dass sich die Farbe je nach Tageszeit und Sonnenstand ändern kann, wie hier zu sehen ist.
Ebenso könnte ein beschädigtes Flugzeug in dem Clip einfach schwarzen Rauch ausstoßen. Zoe kann in ihrem Video zwar kein Flugzeug von den Kondensstreifen sehen, aber aufgrund des Winkels und des Zooms ist es schwierig zu bestimmen, wie weit die Streifen wirklich entfernt sind. Das Flugzeug, von dem sie ausgehen, könnte einfach zu weit entfernt sein, um es mit bloßem Auge zu sehen. TikTok-Kommentator Matt Derogatory behauptete, dass er etwas sehr Ähnliches auch gesehen hatte, als er nach Florida flog. Zum Glück hatte Matt seine eigene Flugzeugexpertin im Sitz direkt neben sich, seine Mutter, die zufälligerweise selbst Pilotin war, und bestätigte, dass es sich um Kondensstreifen eines weit entfernten Flugzeugs handelte. Die Hypothese der Schattenkondensstreifen wird nicht nur von einem Piloten unterstützt, sondern macht auch Sinn, wie auch dieser Clip eines weiteren unbekannten Fluges zeigt, der im März 2019 aufgenommen wurde. Auch wenn es zunächst wie ein Dämon aussieht, der im Himmel spazieren geht, mit langen, sich verändernden Beinen, könnten diese beiden separaten Ströme tatsächlich Kondensstreifen sein, die von den Triebwerken eines entfernten Flugzeugs stammen. Was das Flugzeug selbst angeht, ist es möglich, dass die Helligkeit des Himmels den Kamerasensor und die Bildverarbeitung überfordert hat und verhindert hat, dass das relativ kontrastarme Bild des Flugzeugs selbst korrekt angezeigt wird und nur die kontrastreiche Dunkelheit des zurückgelassenen Flugversuchs erfasst wurde. Natürlich könnte die andere Erklärung für das unidentifizierte Flugobjekt etwas außerirdischer sein. Einige Leute halten es vielleicht nicht für einen Zufall, dass sich die berüchtigte Area 51 nur etwa 160 Kilometer von Zoe Montoyas Luftbegegnung entfernt befindet. Auch wenn die Idee, dass es sich um ein außerirdisches Raumschiff oder auch nur um ein experimentelles Flugzeug handelt, weit hergeholt erscheinen mag, wäre dies nicht das erste Mal, dass Menschen durch Fotos und Videos im Netz von ähnlichen Ideen überzeugt wurden. Wie dieses, das im August 2018 veröffentlicht wurde. Während einige Leute sicher waren, dass es sich um ein echtes UFO handelte, das vor einem Flugzeugfenster gesichtet wurde, stellte sich heraus, dass das Bild von einem Team für Spezialeffekte gefälscht worden war. Für die anderen Clips, die wir gerade gesehen haben, wurde jedoch keine solche Enthüllung gemacht. Was meint ihr, sind das nur ein paar Kondensstreifen, Rauchdämonen oder eine Art unsichtbares Raumschiff, das einen dezenteren neuen Auspuff benötigt? Hinterlasst eure Theorien gerne in den Kommentaren. Luftkontakt. Während diese UFO-Fälle noch diskutiert werden, gibt es keine Zweifel daran, was neben diesem Flugzeug fliegt. Seht es euch an. Wenn ihr dachtet, ihr könntet in 12.000 Metern Höhe dem Stau entkommen, dann überlegt nochmal. Stellt euch vor, ihr schaut aus dem Fenster und seht das. Zum Glück ist dieser scheinbar drohende Absturz nicht das, wonach es aussieht. TV- und Videowerbung ist für Fluggesellschaften sehr wichtig, aber hast du dich jemals gefragt, wie sie ihre fantastischen Werbespots genau machen? Zwar werden in der Nachbearbeitung Korrekturen vorgenommen, aber die Rohaufnahmen werden oft im echten Leben, in der Luft gemacht. Und genau das ist hier der Fall. Wolf Air ist ein Luftfahrtfotografieunternehmen, das sich auf das Filmen von Flugzeugen im Flug für Filme, Werbespots und vieles mehr spezialisiert hat. Für die Filmaufnahmen verwendet Wolf Air Hochgeschwindigkeitsdüsenflugzeuge wie den Learjet 25B, die speziell für Filmaufnahmen gebaut wurden und an deren Außenseite Kameras angebracht sind. Diese externen Kameras werden von Kameraleuten im Inneren gesteuert, die das Filmmaterial in Echtzeit überwachen können, um die besten Aufnahmen zu machen. Die Logistik hinter der Produktion solcher beeindruckender Aufnahmen ist unglaublich kompliziert und Unternehmen wie Wolf Air treffen sich mit Piloten, um genau zu planen, welches Flugmuster am besten geeignet ist, um die gewünschten Aufnahmen auf sichere Weise zu erhalten. Die beiden Flugzeuge starten und fliegen im Tandem und kommen sich für einige Nahaufnahmen, wie sie für einen Werbespot der Rouge-Flotte von Air Canada aufgenommen wurden, viel zu nah. Während die meisten Leinwandstars auf dem Hollywood Walk of Fame verewigt werden, streben diese Luftfahrt-Videobegeisterten direkt in den Himmel. Schutz für Plastikflugzeuge. Stell dir vor, du hast die quälenden Sicherheitskontrollen hinter dir, kämpfst dich durch die Duty-Free-Shops und findest endlich deinen zugewiesenen Sitzplatz, nur um dich umzudrehen und das hier zu sehen.
Während du dich vielleicht fragst, warum die anderen Passagiere dieses Leichensacks nicht vor Entsetzen über die sitzenden Toten zurückschrecken, ist dies nicht der Todesfall an Bord, nachdem es aussieht. Dieser Mann ist sehr lebendig, er hat sich nur dafür entschieden, sich in eine riesige Plastiktüte zu hüllen. Aber warum? Nun, im jüdischen Glauben der Haredi, der als Kohanim bezeichneten Priester, ist es verboten, Friedhöfe zu betreten, um zu verhindern, dass ihre Reinheit durch den Kontakt mit den Toten befleckt wird. Im jüdischen Gesetz heißt es, dass Kohanim nicht näher als 2 Meter an einen Grabstein herankommen dürfen, es sei denn, sie sind durch mindestens 1 Meter hohen Zaun getrennt. Aber was hat das mit Flugzeugen zu tun? Nun, diese Regeln für Friedhöfe gelten nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft. Das bedeutet, dass ein solcher Priester, der einen Flug antritt, bei dem die Flugroute über einen Friedhof führt, Gefahr läuft, seine religiösen Pflichten zu verletzen. Das Problem trat auf, als ein Pilot der Fluggesellschaft El Al Israel seinen Rabbiner darüber informierte, dass die Flugzeuge der Fluggesellschaft manchmal über Friedhöfe in der Nähe der israelischen Stadt Tel Aviv fliegen. Die Stadt hat viele Grabstätten in ihren Außenbezirken und sogar einen Friedhof in der Luft, der 2014 gebaut wurde, um die überfüllten Friedhöfe zu entlasten. Als Reaktion auf das potenziell wachsende Problem, dass man bei Auslandsreisen über Friedhöfe fliegt, haben die Rabbiner der Haredi-Bewegung verfügt, dass man sich in dicke Plastikfolie einwickeln muss, wenn das Flugzeug über einen Friedhof fliegt, um Sünden zu vermeiden. Nachdem diese Nachricht 2001 bekannt wurde, erhielten Fluggesellschaften wie El Al Israel Anfragen von Passagieren, die sich für Flüge in Plastikfolie einwickeln lassen wollten. Obwohl El Al die religiösen Empfindlichkeiten der Passagiere respektieren wollte, konnte die Fluggesellschaft nicht ignorieren, dass Passagiere, die in Plastik gehüllt waren, ernsthafte Sicherheitsprobleme verursachen konnten, da sie beispielsweise keine Sauerstoffmaske aufsetzen oder sich im Notfall nicht bewegen konnten. Ganz zu schweigen davon, dass es sich bei Plastik um ein Material handelt, das nur schwer zu atmen ist. Daher war die Fluggesellschaft 2001 gezwungen, ein Verbot für Passagiere zu erlassen, die sich in Plastik wickeln wollten. Dieses Bild wurde vermutlich Anfang der 2000er Jahre aufgenommen, bevor die Fluggesellschaften das Verbot verhängten. Seitdem hat die Fluggesellschaft El Al Vorkehrungen getroffen, um sicherzugehen, dass die Flugrouten nie über Friedhöfe führen. Sky Zoo. Wenn du ein Tierliebhaber bist, dann weißt du, dass der schlimmste Teil des Urlaubs darin besteht, deine Haustiere zurücklassen zu müssen. Aber für manche Menschen sind Tiere mehr als nur Haustiere. Sie sind für die Reise unerlässlich. Während ein erster Blick auf ein Bild wie dieses dein Gehirn mit Signalen von Schwindeleien und Fälschungen zum Schreien bringen könnte, ist dies in der Tat sehr real. Dieser Fluggast ist Jody Smalley aus Seattle, Washington, und man kann mit Sicherheit sagen, dass es ihr nichts ausmacht, mit einem sehr ungewöhnlichen Reisebegleiter für Aufsehen zu sorgen: Easter, der 11 Kilogramm schwere Truthahn. Nachdem sie 2015 ihren Ehemann verloren hatte, war Easter Jodys wichtigste Stütze und sie nimmt sie überall mit hin, sogar ins Flugzeug. Diese Schnappschüsse wurden an Bord gemacht, als Easter Jody auf einer Reise nach San Francisco begleitete, wo sie 2016 die Asche ihres Mannes verstreuen wollte. Easter ist als emotionales Unterstützungstier eingestuft, das im Rahmen eines emotionalen, therapeutischen Behandlungsprogramms eingesetzt werden soll. Rechtlich gesehen wären sie nicht als dieselben wie Servicetiere wie Blindenhunde oder Hunde, die auf Krampfanfälle reagieren, angesehen, aber sie können für die Lebensqualität einiger Menschen genauso wichtig sein. Während Geschichten wie die von Jody herzerwärmend sind, scheint es, als hätten andere Reisende ein Schlupfloch in diesem System entdeckt. Die meisten Fluggesellschaften verlangen von Passagieren, die ihre kleinen Haustiere in die Kabine nehmen möchten, eine hohe Gebühr. Aber nach dem Air Carriers Access Act ist es Fluggesellschaften untersagt, für emotionale Unterstützungstiere eine Gebühr zu erheben. Plötzlich tauchten alle möglichen emotionalen Unterstützungstiere in Flugzeugen auf, von gewöhnlichen Hunden über Schweine bis hin zu Pferden. Die Situation geriet eindeutig außer Kontrolle und die Flugbesatzungen mussten sich oft mit ungeschulten Tieren im Kabinenbereich auseinandersetzen. Im Dezember 2020 gab das US-Verkehrsministerium bekannt, dass Fluggesellschaften keine Tiere zur emotionalen Unterstützung mehr an Bord ihrer Flüge zulassen müssen, jedoch weiterhin Blindenhunde. Wenn du also das nächste Mal einen Flug antrittst, musst du dir keine Sorgen mehr über wilde Tiere auf dem Sitz neben dir machen. Naja, abgesehen von dem einen Typen, der mit den Mini-Weinflaschen durchdreht, oder sogar dem Typen, der als nächstes kommt. Probleme mit dem Passagier. Als Maxwell Berry am 31. Juli 2021 einen Flug von Philadelphia nach Miami bestieg, ahnte er noch nicht, in welche Schwierigkeiten er sich bringen würde. Bevor ich euch erzähle, wie es dazu kam, möchte ich euch zeigen, wie es endete. Help!
Dennis, Gefesselt schreiend, während die anderen Passagiere ihn auslachen. Gibt es einen Flug ohne diese heilige Dreifaltigkeit? Aber wie sind wir hierher gekommen? Der Ärger begann, als Max beschloss, sich während des Fluges zu betrinken. Er begann, sich auf eine Weise zu verhalten, die nur als ziemlich ungehobelt beschrieben werden kann. Nachdem er sich mit einem Flugbegleiter geprügelt und zwei anderen Begleitern unangemessene Avancen gemacht hatte, war es genug. Den Rest des Fluges verbrachte er mit Klebeband an seinem Sitz festgebunden und schrie im Vollrausch. Natürlich ist es für Fluggesellschaften nicht gerade gut, wenn sie Passagiere festhalten müssen. Wenn es also jemals dazu kommt, sollte es für andere Passagiere nicht unbedingt sichtbar sein. Jemanden an seinen Sitz zu fesseln und ihm den Mund zuzuhalten, mag zwar extrem erscheinen, aber das Problem bei Flugreisen ist, dass die Besatzung gefährliche Passagiere nicht einfach aus dem Flugzeug werfen kann. Flugbegleiter werden intensiv in Deeskalation geschult, aber wenn Maßnahmen ergriffen werden müssen, stehen vielen Fluggesellschaften rechtlich hinter ihren Besatzungen, wenn diese jemanden fesseln müssen. Einige Fluggesellschaften haben Fesseln an Bord, aber laut einem Flugbegleiter stellt die Fluggesellschaft in dem Clip, den wir gesehen haben, Klebeband für die Besatzung zur Verfügung, was Max Sitzfesselung erklären würde. Während einige der Mitreisenden Max Eskapaden amüsant fanden, wurde dieser Flugstraftäter für seine Streiche zu 60 Tagen Gefängnis verurteilt. Ich frage mich, ob er im Gefängnis die gleiche Taktik der Freiheitssuche versucht hat. Unter Druck. Der Fensterplatz kann der beste Platz im Flugzeug sein, um die Aussicht zu genießen, aber was ist in einem Notfall? Ein Passagier auf einem Fensterplatz an Bord eines Southwest Airlines Fluges von Chicago nach Newark im Jahr 2018 bekam den Schreck seines Lebens, als das Fenster vor seinen Augen aus unerklärlichen Gründen zersprang. Der Pilot traf die schnelle Entscheidung, das Flugzeug innerhalb von 15 Minuten zu landen, um zu verhindern, dass das Fenster vollständig zersplittert und der Druck der Kabine fällt. Aber was wäre passiert, wenn das Fenster während des Fluges mitten über dem Ozean vollständig zerbrochen wäre, wo der Pilot keine Möglichkeit zur Landung hätte? In einem Flugzeug ist der Luftdruck in der Kabine viel höher als außerhalb des Flugzeugs, sodass gut gepanzerte Fenster für die Passagiere unerlässlich sind, um eine angenehme Atemluft zu gewährleisten. Unsere Lungen sind an einen Luftdruck von etwa 101,4 kPa gewöhnt, was dem typischen Druck auf Meereshöhe entspricht. Je höher man fliegt, desto weiter verteilen sich diese Luftmoleküle und wenn man eine Höhe von 9.000 bis 12.000 Metern erreicht, die Reiseflughöhe, sinkt der Luftdruck auf magere 27,6 kPa. Wenn man in dieser Höhe im Freien zu atmen versuchen würde, würde man aufgrund des Sauerstoffmangels in weniger als einer Minute das Bewusstsein verlieren. Wie auch immer, dank der Leistung der Luftfahrttechnik hält das Druckausgleichssystem eines Flugzeugs den Kabinendruck zwischen 12 und 11 PSI. Wenn du dich fragst, warum Flugzeugkabinen nicht versuchen, den Druck von 14,4 PSI zu erreichen, den wir gewohnt sind, liegt das daran, dass bei der Konstruktion von Flugzeugen der Unterschied zwischen dem Luftdruck innerhalb und außerhalb berücksichtigt werden muss. Wenn der Differenzdruck überschritten wird, dann stell dir einfach vor, was mit einem Ballon passiert, wenn er zu stark aufgeblasen wird. Peng! Bei all dem, was auf dem Spiel steht, lastet viel Druck auf Flugzeugfenstern, wenn du das Wortspiel entschuldigst. Nun ist es zwar unwahrscheinlich, dass ein Fenster vollständig zerspringt, da jedes Fenster aus mehreren Schichten Glas und Kunststoff besteht, um im Falle eines Risses weiteren Halt zu bieten. Sollte jedoch ein Flugzeugfenster vollständig zerspringen und ein direktes Loch nach außen bilden, fallen schnell Sauerstoffmasken von der Kabinendecke. Ohne diesen würden die Passagiere an Bord schnell ersticken. Ein zerbrochenes Flugzeugfenster in großer Höhe würde außerdem dazu führen, dass die Luft in der Kabine mit hoher Geschwindigkeit entweicht und kleinere Gegenstände durch das Loch nach außen getragen werden. Die Kraft der hereinströmenden Luft kann manchmal sogar ausreichen, um schwere Gegenstände wie Menschen nach draußen zu saugen. Diejenigen, die nicht in den Himmel gesaugt werden, müssen durch ihre Sauerstoffmasken atmen, während sie darauf warten, dass der Pilot auf einer Höhe mit angemessenerem Luftdruck sinkt und schließlich landet. Allerdings sind Notfälle aufgrund von Druckabfall in Flugzeugen extrem selten und Berichten zufolge sind Flugzeugfenster nur für 2,7% aller Druckabfallvorfälle verantwortlich. Trotzdem überlege ich mir jetzt zweimal, ob ich einen Fensterplatz nehmen soll. Verdammt, ich hoffe wirklich, dass niemand auf einen Flughafen auf einen Flug wartet und sich das hier ansieht. Koala-Kabinen. In einem Flugzeug erster Klasse zu fliegen, steht auf der Wunschliste vieler Menschen. Während die meisten von uns ziemlich lange sparen müssen, um sich diesen Traum zu erfüllen, konnten vier glückliche Seelen das Leben in der ersten Klasse kostenlos genießen. Das sind Paddle, Pelita, Chan und Idalia, vier Koalas, die im April 2015 als Geschenk anlässlich des 50. Jahrestages der Unabhängigkeit Singapurs von Brisbane, Australien nach Singapur reisten. Diese australischen Flieger genossen ihr neues Luxusleben in
ihren eigenen Sitzen mit so viel Beinfreiheit, wie sie nie brauchen würden, und mit unbegrenzt vielen Dosen Schwepps. Während diese Schnappschüsse den Eindruck erwecken, dass die Koalas während des 8-stündigen Fluges von Brisbane zum Zoo von Singapur mit heißen Tüchern und Eukalyptus versorgt wurden, wurden diese Aufnahmen in Wirklichkeit weit vor dem Abflug gemacht. Die Koalas verbrachten den Flug im Frachtraum, wie es die Vorschriften der Fluggesellschaft für Wildtiere vorsehen. Obwohl sie zu den niedlichsten Exportartikeln Australiens gehören, wurden diese Beuteltiere im Februar 2022 offiziell als gefährdet eingestuft. Das Geschenk des Koala-Viertetts wurde nicht nur gemacht, um die diplomatischen Beziehungen zu stärken, sondern auch in der Hoffnung, eine Koala-Kolonie in Singapur zu gründen und langfristig zu erhalten. Ich denke, das wäre eine Möglichkeit, den extrem hohen Preis für ein First-Class-Ticket zu rechtfertigen, mehr Beinfreiheit, feines Essen und ein Koala-Bär mit einer heldenhaften internationalen Mission auf dem Sitz neben dir. Verkauft! Habt ihr schon mal was im Flugzeug gesehen, das ihr nicht hättet sehen sollen? Lasst es mich in den Kommentaren unten wissen und danke fürs Zuschauen.